Poncho über deinen Kopf, unten reine Kerze anzünden, wenn es kalt ist. Wenn du Wärme... Was? Was? Unten eine Kerze rein und anzünden? Taktisches Vorgehen in dem Wald aus der Sicht eines fremden Legionärs, ne? Thomas Gast, kennen wir, haben wir uns schon angeguckt. So, was zeigt uns Thomas? Du hast nur einen Auftrag. Leute, sieht aus wie bei Assassin's Creed. Seid ihr ein Poncho oder was ist das? Überleben. Bisschen blaustichig das Bild. Es regnet. Okay. Fallschirmjägerwetter. Was? Fallschirmjägerwetter? Regen ist Fallschirmjägerwetter? Okay. Das ist gut so. Mhm. Gesichtszahnung halt ist einfach. Okay, also es geht darum, wie bewegt man sich taktisch. Ne, was ist das? So bewegst du dich taktisch richtig im Wald. Was heißt denn taktisch? Dass ich nicht aufgeklärt werde oder bereche die T-Form. Was für eine T-Form? Deines Gesichts. Was ist eine T-Form? Also, dass man halt die Silhouette bricht, ist klar. Das hält doch gar nicht richtig, weil das alles so nass ist, oder? Auch die Lippen mal noch und die Zähne. Ich würde ja sagen, nur aus dem Bauch raus, dass diese Rundung hier oben halt so ein unnatürliches Ding ist, was auffällt. Deswegen ist halt, glaube ich, so ein Buni immer nicht schlecht, weil der so ein bisschen eine andere Silhouette hat, ne? Und ab geht's. Würde ich jetzt mal sagen. Was ist denn das für eine Hose, Alter? Was ist das für ein Tannenmuster? Also wenn du so durch den Wald läufst und so ein geschminkter Thomas Gast mit so einer Schal über dem Kopf vor dir steht, da denkst du aber auch, Brudi, ich muss los. Gib Acht, wo du deine Füße hinsetzt. Direkt vor dem Einsatz ist es wichtig, hier oben seine Angst in den Griff zu bekommen, ja. Denn wir haben Angst vor dem Wald, wir haben Angst vor dem da draußen. Und ich spreche jetzt vom Militär und von Survival, von Durchschlagen. Ja. Auch kann es durchaus sein, dass wir, ja, Feindberührung haben, ja. Es kann zum Nahkampf kommen, Kontakt. Und zwar ganz close Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Männern. Ja. Und der seine Angst zuerst überwinden kann, der bleibt Tiger. Hab keine Angst. Ja. Auch nicht vor Kontakt. Angst ist nur ein Gefühl. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich sehe oft, wie Eliteeinheiten sich durch den Wald bewegen, auch durch Feindesland, ja. Und manchmal kann ich da nur den Kopf schütteln, ja. Die laufen wirklich angespannt wie die Büffel. Bumm, so. Das ist der größte Unsinn, den ihr machen könnt, Männer, ja. Aha. Lauft entspannt, lauft total entspannt. Habt alle Sinne offen und seid bereit für den Feuerkampf. Ja, klar. Feuerkampf annehmen oder flüchten, ausweichen. Aber lauft nicht angespannt wie die Böcke durch den Wald. Das macht ihr eine halbe Stunde. Danach ist aus die Maus. Ja, klar. Das sind Erfahrungswerte. Also, lauft ganz normal und beobachtet. Habt Ohren und Augen auf und seid einfach Natur. Aber nicht hier den schleichenden Hero machen. Ja, aber habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Also klar, da sieht man mal, ob ich eine Filmaufnahme jetzt und haben wir, oder keine Ahnung was, aber die ganze Zeit mit der Waffe im Anschlag, das hältst du ja wirklich, das hältst du ja nicht lange durch. No go,
Nein. Nein. Mit der Natur, Männer. Ja. Entspannt, ja. Aber aufmerksam. Also wir sollen entspannt laufen, wir sollen nicht auf Stöcke treten, ja klar. Gesichtstarnung, T-Form brechen. Genau. Wenn ihr in einer Gruppe lauft, dann wechselt den Frontmann, der zuerst läuft, alle Viertelstunde durch. Mhm. Alle Viertelstunde durchwechseln, Männer. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn der erste Mann ist der Erste, der Feindkontakt haben wird. Und das weiß der. Und das arbeitet da drin. Mhm. Und der erste Mann, der Frontmann, ja, der vorne wegmarschiert, das ist auch der, der zuerst mit Trittfallen, Trittminen, ja, und Booby-Traps aller Vietnam in Kontakt kommt. Ja. Mhm. Und die psychologische Aufmerksamkeit, ja, und die körperliche Aufmerksamkeit, die er dem Pfad widmen muss, ja, wo ja überall Gefahren lauern, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das kann dir eine Viertelstunde machen und dann ist Schluss. Also, durchwechseln. Alle 15 Minuten. Und der erste Mann, ab nach hinten. Ganz wichtig. Ja, klar. Halt keinen Müll liegen lassen, weil das ist ja verräterisch. Logisch, logisch, logisch. Ich habe ja das Gefühl, Thomas ist mittlerweile komplett nass. Sich taktisch richtig im Wald bewegen, das ist langsam und ohne Hektik. Ja. Du wirst sehen, es gibt Laute der Natur, zum Beispiel Vögel. Mhm. Ja. Und du bist eins mit der Natur. Das heißt, diese Laute sind immer da. Sie sind immer da, wenn du dich langsam mit der Natur bewegst. Du kannst ja mal den Versuch machen, beweg dich mal schnell, mit Hektik und laut. Und du wirst sehen, dass die Laute der Natur im Pulsschlag aufhören. Du hörst dann nicht mehr, ja, weil du Unruhe in die Natur reingebracht hast. Mhm. Im Umkehrschluss ist genauso, wenn du in ein Gebiet kommst und es ist ganz ruhig, dann weißt du, dass du nicht alleine bist. Ja. Mhm. Ja, in spannend. Einem Gebiet, in dem vor kurzem noch geschossen wurde, da pfeift kein Vogel. Ist das so wirklich? Das auf Dauer nicht. Das heißt, wenn es plötzlich ruhig wird, dann ist Gefahr im Anzug, ja? Ah, das habe ich schon mal, ja, könnte sein, ne? Wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, Aufklärung betreibt, dann haltet einen Abstand von 6-7 Schritt untereinander, ja? Mhm. Teilt genau auf, wer was macht. Alles muss. Ich meine, die ganze Sache geht halt jetzt natürlich sehr stark in den militärischen Bereich, was du da gerade alles erklärt, ne? Wenn wir jetzt in einer Gruppe unterwegs sind, welche Tretminen und keine Ahnung was, so. Das bezieht sich ja jetzt nicht so auf den Punkt, ich sag mal, Bushcrafter und du willst einfach ruhig und alleine irgendwie unterwegs sein und möglichst, ja, ich sag mal, Wanderer eher sehen, als sie dich sehen und sowas, so. Sondern die Sachen, die er jetzt sagt, sind ja wirklich eher auf dem militärischen Bereich. Und wenn man jetzt in einer Gruppe unterwegs ist, ne? Muss abgesprochen sein. Verhalten bei Feindberührung. Beobachtungssektoren. Der erste Mann beobachtet generell nach vorne. Und zwar macht er Nahaufklärung. Der guckt auf den Boden. 3-4 Beobachtungssektor. Wer sichert wo? Verhalten bei Kontakt. Sammelpunkt. Peter vor sich auf dem Boden. Ständig. Ja? Der zweite Mann, der dahinter. Ja? Der läuft ganz leicht seitlich versetzt. Und der blickt in die Weite nach vorne. Und danach die anderen, der erste links, der andere rechts, der erste links, der andere rechts, der erste links, der andere rechts und so weiter. Und der letzte Mann sichert nach hinten. Ganz klare Aufteilung. Mhm. Ja? Und jeder nimmt seine Sache ernst. Jeder hat seinen Beobachtungssektor. Okay? Und arbeitet mit taktischen Zeichen. Ah, Kippenstummel. Da ist der Feind nicht weit. Ist das Streichholz? Nö. Ja, oder vielleicht auch einfach der Wanderer oder der Dorfjugendliche. Wenn du im Hinterland unterwegs bist, sei auf der Hut. Ja. Kann sein, dass man bereits nach dir sucht. Meide Menschen.
Meide breite Wege. Meide stark frequentierte Pfade. Hier oben. Keine Brücken. Ja? Und achte immer auf Spuren menschlicher Präsenz. Gebrauche all deine Sinne, Augen, Ohren. Achte auf weggeworfenen Müll. Ja? Achte auf Zigarettenkippen. Achte auf Fußspuren. Achte auf Spinnenweben. Die Spinnen weben ihr Netz generell in dunklem Faden. Ja? Ja. Und zwar auf Kopfhöhe und auf Brusthöhe. Aha. Wenn ein Mann da durchläuft, dann platzt das in der Mitte auseinander und dann hängen die Spinnenweben rechts und links runter. Ah, ein okay. Tier hinterlässt keine solchen Spuren. Hier. Kippe. Da waren Männer unterwegs. Vielleicht auch Frauen. Ja. Müll. Bei schlechtem Wetter, Nebel, Regen, Blitz und Donner steigen deine Chancen, dass du durchkommst. Also lauf, wenn schlechtes Wetter ist. Falsch im Jägerwetter. Sei kein Tourist. Sei ein Krieger. Ja? Irgendwie sieht das schon ein bisschen skurril aus. Mit diesen... Irgendwie erinnert mich das an so eine... An so eine Oma mit diesem, wisst ihr, diese Omas haben noch, weiß nicht, das immer noch haben oder hatten damals immer diese komischen Regendinger auf, oder? Wenn die einkaufen waren. Wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid und du bist der Letzte, der ganz hinten läuft, der nach hinten sichert und du stellst fest, dass hinter euch Action ist, dass vielleicht Feindkräfte da sind, ja? Ganz laut schreien. Dann lauf normal weiter. Keine Hektik, keine Panik. Ganz normal weiterlaufen. Gib nach vorne durch Zeichen, hey, hinter uns ist Feind, ja? Und die geben das weiter. Aber wie gebe ich das durch, wenn ich 6 bis 7 Schritte zum Vordermann habe? Dann muss ich ja schon eine akustisches Signal nach vorne geben. Zum nächsten. Bis ganz vorne der Aufklärer und der Gruppenführer wissen, was Sache ist. Und dann wird einzeln rechts oder links, wie abgemacht, in die Büsche geschlagen. Ja? Nur du als letzter Mann läufst weiter. Ja? Du trägst das Risiko. Ja? Und dann wird gesammelt, und zwar an einem markanten Geländepunkt, der vorher festgelegt wurde. Hä, das verstehe ich aber jetzt nicht. Also wieso läufst du, weil wenn du jetzt hinter dir welche siehst und die mit der Knarre schon auf dich zeigen, dann läufst du erstmal weiter. Dann gibst du allen Bescheid. Da sind doch alle schon tot, schon längst. Und selbst wenn die sich da reinschlagen und du immer noch weiterläufst, wirst du schon längst erschossen, wenn du jetzt von hinten Feindkontakt hast. Würde ich jetzt mal schätzen. Also wenn ich von hinten Feindkontakt habe, dann habe ich 1,5 bis 2 Sekunden, wo ich dann aus der Schusslinie sein muss, sonst war's das. Da kann ich ja nicht irgendwie erst leise nach vorne irgendwas durchgeben. Und dieser komische Geländepunkt, an dem ich mich dann sammeln soll, ja, wie oft soll ich den festlegen? Ich bin die ganze Zeit in Bewegung. Da muss ich ja alle 30 Sekunden einen neuen Geländepunkt festlegen. Wisst ihr, was ich meine? Dann könnte man überlegen, eine Richtungsänderung durchzuführen. Ja? Auf jeden Fall darf dieser Pfad nicht mehr benutzt werden, denn es kann sich um die Feindkräfte hier um ein Vorauskommando gehandelt haben, dem andere Kräfte folgen. Das heißt, ihr könnt mit Booby-Traps, Trittminen und Faller à la Vietnam rechnen. Also Richtungsänderung, anderer Pfad, nach vorherigen wieder sammeln. Ganz wichtig, Männer. Ja? Zeichensprache im Gelände. Ja, ganz wichtig. Okay. Seht ihr das? Von der Wurzel ist die Rinde weg. Ja? Das heißt, hier ist jemand gelaufen und das war ein Mensch. Ja, das liegt halt daran, weil das ja ein Wanderweg ist oder so ein Pfad. Also das sehe ich ja schon allein, dass das ein normaler Pfad ist. Drei Männer oder was?
Fußspuren. Wenn du... Ich sehe nur Regentropfen auf der Linse. Fußspuren siehst, dann knie dich ab. Miss eine Strecke von 60 cm ab. 60 cm. Ja. Ein normaler Mann hat eine Schrittlänge von 55 bis 60 cm. Ich glaube, ich hatte 70, hatte ich gerade gegoogelt vor ein paar Tagen, weil ich mal wissen wollte, wie viele Schritte quasi, wie viele Kilometer sind. Und deine Spanne, Daumen, Zeigefinger sind genau 20 cm. 20, 40, 60. Oben ein Holz, hier ein Holz. Und jetzt zähl die Fußspuren innerhalb der beiden Hölzer. Die Fußabdrücke, und zwar die Fersen. Ich sehe hier eins. Wie viel seht ihr? Ich sehe gar nichts. Zwei, ganz deutlich. Und drei. Das heißt, hier sind drei Männer gelaufen. Ja? Ich wiederhole nochmal, die normale Schrittlänge eines Mannes ist sein Johannes. Ja. So nämlich. Ist 55 bis 60 Zentimeter. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er in dem Abschnitt der 60 Zentimeter, die du dir abgezählt hast. Aber was, wenn er gerade gesteppt ist? Mehr als ein. Ich sehe 12 Regentropfen, danke. Das sehe ich auch. In den Fußabdruck hinterlässt. Also ich sehe da ja keine richtigen Fußabdruck. Die Messung sollte vorgenommen werden auf der Ebene, denn bergauf und bergab sind die Werte anders. Ja. Das stimmt. Aber ergibt ja auf jeden Fall Sinn, quasi diesen Bereich abzumessen und dann zu sagen, okay, wie viel sind da drin? Aber ich persönlich erkenne da jetzt nichts, kann aber auch an der Aufnahme liegen. Vor dir drei Mann auf dem gleichen Pfad, auf dem gleichen Weg. No go. Richtungsänderung oder such dir einen anderen Pfad. Naja, Richtungsänderung, also such dir einen anderen Pfad, als ob da jetzt 8 Milliarden Pfade sind und du, also das. So, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn da jetzt ein Pfad lang führt und da findest du jetzt Fußspuren, die Fußspuren können ja auch easy schon 4 Tage alt sein, weißt du ja nicht, woher willst du denn wissen? Und jetzt Richtungsänderung. Naja, Richtungsänderung heißt, ich schlage mich jetzt einmal komplett hier durchs Unterholz durch, was wieder ultra laut ist. Oder ich laufe zurück, oder wie? Ja, was wir zurückhalten müssen, ist, dass der Wald, egal welcher Wald, ja, seine eigenen Gesetze hat. Und ihr müsst mit dem Wald leben. Ja. Bewegt euch mit der Natur, bewegt euch diskret, bewegt euch ohne Hektik. Respektiert den Wald. Habt all eure Sinne offen. Immer, ja, klar. Ständig. Ja. Ja. Männer. Wenn ihr müde seid, macht Pause. Wenn ihr müde seid, bleibt wach. Und hört, was Spaß. Der Wald euch sagt. Hört auf den Wald. Ich meide Ortschaften und ich meide Bauernhöfe. Ja. Auf Bauernhöfen sind immer Hunde. Hunde bellen, da bist du. Geil, wie im Hintergrund, wie ein Auto langfährt. Entdeckt. Und ich meide Brücken. In meinem Rücken ist ein Fluss. Ja. Rechts davon 50, eine Brücke. Ich gehe niemals über eine Brücke, über einen Fluss. Nein, niemals. Die wird überwacht. Brücke wird überwacht. Ja, okay. Ja, klingt logisch. Gleichzeitig jetzt in dieser Situation. Ich höre Hundegebell von Weitem. Was mache ich? Rein in den Fluss und abhauen. Flussaufwärts. Immer flussaufwärts, Männer. Niemals flussabwärts. Und genau das mache ich jetzt. Ich höre Hundegebell. Los geht's. Schön, dass wir die Stiefel nass machen. Also ich glaube, das Letzte, was mir allen fallen würde, wäre, meine kompletten Stiefel nass zu machen und da rein. Weißt du, wie lange das dauert, die Stiefel wieder trocken zu kriegen? Und wisst ihr, was passiert, wenn man in nassen Stiefeln unterwegs ist? Die Füße, die quellen einfach nur auf, die kriegst du überall. Das ist ganz schwierig. Generell hätte ich gedacht, dass ein bisschen mehr noch um das ganze Thema Tarnung und so weiter geht. War das? Der Wind bewegt alle Sträucher und alle Büsche auf einmal, ja, alle zusammen im gleichen Takt. Und wenn ihr irgendwo hinkommt und es bewegt sich nur ein Busch oder ein Strauch und die anderen nicht, Gefahr, Achtung, ja, abhauen, Enemy. Mhm.
ist das Bild so schwarz gemacht? Fliege mit dem Willen. Wind. So, was ist jetzt? Jetzt holt er wieder seinen Poncho raus, ne? Okay, er hatte den Poncho jetzt irgendwie aus in dem Rucksack und jetzt, okay. Taktisches Biwak, so oft es geht. Bewegt euch, wenn es geht, nur nachts. Hauptsächlich nachts oder bei Dämmerung. Ja? Wenn ihr müde seid, wenn ihr pofen wollt. Was, wenn wir pofen wollen? Macht das tagsüber. Und dazu schlagt euch abseits vom Weg, weit abseits vom Weg, in die Büsche. Sucht euch eine stille Ecke, wo das Gebüsch so dicht ist, dass man Annäherung vom Feind hören kann, wenn einer kommt. Rucksack auf dem Boden, hinter dir ein Baum. Poncho raus, Poncho über deinen Kopf, unten reine Kerze anzünden, wenn es kalt ist. Wenn du Wärme. Was? Was? Unten eine Kerze rein und anzünden? Brauchst. So kann dein Körper rekuperieren. Ja? Kapuze drüber. Als ob ich mir da jetzt zwischen die Beine ein Teelicht stelle, mit diesem Klitschnassen, was er da alles anhat und das da irgendwie warm und. Nee, das glaube ich nicht. Und dann eine Art Halb. Genau, und dann schön einziehen lassen. Schlaf, ja? Eine Art Halbschlaf. Die Sinne sind voll da. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin da mal weg. Als ob ich da pennen könnte, wenn ich da klitschen als im Regen. Da würde ich in zwei Minuten würde ich so anfangen zu zittern, Alter. Das ist eine Art taktisches Biwak. Okay. Wenn Feind sich bemerkbar macht, reicht es. Rucksack auf, ab. Ja, that's the point. That's the point, my friend. Fallschirmjägerwetter. Aber so macht das Spaß. So muss es sein. Na? Survival muss alles, was wehtun. Muss Survival wehtun? Finde ich nicht. Survival kann auch mal wehtun, klar. Und kann auch mal hart sein, aber muss? Finde ich jetzt nicht. Liegt und safe ist no. Nein, das ist kein Survival. Wir wollen hier Survival machen und Survival ist hart, Survival ist kalt, Survival ist nass. Also meine persönliche Meinung würde ich sagen, nein. Survival kann auch smart sein, Survival kann auch effektiv sein, Survival kann auch clever sein. Und muss nicht sein, dass ich mir die Stiefel klitschnass mache im Fluss. Das sieht zwar cool aus, macht aber irgendwie keinen Sinn, finde ich. Und Survival, ja. Das sind nicht immer die schönen Gadgets. Ja, da gebe ich ihm recht, im Sinne von schönen Gadgets. Natürlich, wenn du jetzt viel Spielkram und Gadgets und Ausrüstung hast, das ist nicht so Survival. Aber Survival muss für mich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit regnen und ich muss klitschnass sein. Wenn Survival nicht wehtut, dann habt ihr was verpasst. Ja? Sehe ich nicht ganz so. Ja, das war's für heute. Ich habe nur ein Versprechen. Bald geht's weiter. Und ihr habt nur einen Auftrag, Männer. Überleben. Okay. Männer, habt ihr gehört? Wir haben nur einen Auftrag. Wir müssen überleben. Ja, guckt gerne bei Thomas Gast vorbei. Hat viele spannende Videos. Checkt das gerne mal aus, wenn es euch interessiert.